Da müssen wir auch keine Dedras bekämpfen. Außer sieht uns hier jetzt doch noch jemand. Es hat uns tatsächlich etwas gesehen. Ein Dedros. Ein Dedros. Komm mal, da oben sind die Effekte. Deine Seele wird mir gehören. So. Wir wiegen 374 von 375. Wow, das ist echt knapp. Das ist eine Schlammkrabbe und ein Eisatronach. Und einer von den beiden hat uns gesehen. Könnten sogar beide gewesen sein. Ich glaube, ich nehme mal lieber einen Lebensregenerationstrank. Magie festigen möchte ich jetzt gar nicht. Das wäre blöd. Habe ich noch einen normalen Lebensregenerationstrank? Ja, den hier. Die Krankheitsresistenz ist vollkommen egal. Aber Ausdauerwiederhersteller hat das auch noch. Nehmen wir den. Da wiegt auch 0,1 Kilo. Jetzt haben wir tatsächlich ein Kilo weniger. Ich wollte die Seele. Ich nehme ja auch gleich mit. So. Krabbenfleisch. Und Eisatron nach der Eissalze. So. 375 wiegen wir. Der da muss weg. Der da muss weg. Dafür nehmen wir unsere zwei letzten Pfeile her. Zack. Okay, wir nehmen beide unsere zwei letzten Pfeile her. Und jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Wie sieht es mit unseren Seelensteinen aus? Ach, da haben wir doch genügend. Jetzt haben wir tatsächlich keine Pfeile mehr. Das heißt, wenn irgendwas ist, müssen wir mit Magie vorgehen. Eine Schlammkrabbe, die kann da bleiben. Okay, jetzt bin ich hier, wo ich eigentlich die Dedra-Ruine vermutet hatte. Das ist tatsächlich doch eine Ruine. Zwei Dedra-Ruinen direkt nebeneinander. Das war gut, dass wir noch mal hierher sind. Zwei Dedra-Ruinen direkt nebeneinander. Norionil. Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden, Fremdländer. Ich bin Norionil. Wie kann ich euch helfen? Teilen ist gut, Winder. Ich teile gerne. Ich bin Norionil, Hexenjäger. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir hier schon mal waren. Was ich weiß, ist, dass da vorne ein Dremora ist. Dessen Seele ich mir holen werde. Oh, okay, es ist ein Dremora-Fürst. Gib mir deine Seele! Seele! Danke. Was? Nee, wir sind hier auf einem Stein drauf und er ist runtergefallen. Das ist echt fies. Das ist echt fies. Wahrscheinlich ist das der Das ist der Boden der Dedra-Ruine. Der liegt jetzt da unter dem Boden in der Erde. Oh Mann. So, hier haben wir Aschal Mimil Kala Schrein. Die haben doch echt gesoffen, als sie die ganzen Namen da geschrieben haben. Das kann ich mir sonst nicht vorstellen. Wie kommt man auf so einen Blödsinn? Den holen wir uns auch. Bevor ich reingehe, möchte ich mich halt komplett umsehen. So, das Gute ist auch, wir kämpfen jetzt wieder im Nahkampf. Das heißt, Block, mittlere Rüstung und stumpfe Waffe wird wieder gut geskillt. Wir werden also vermutlich demnächst irgendwann mal ein neues
eine neue Stufe aufsteigen. Gehe ich zumindest mal davon aus. Satz der Lehre. 7 von 10 habe ich schon? Geil. Wieder noch 3. Mal sehen. Stumpfe Waffe. Fast voll. Blocken. Ah, hatten wir anscheinend vorhin erst. Mittlere Rüstung hatten wir auch vorhin erst. Na gut. Immerhin einen. Haben wir dann fast. So. Blub, blub, blub. Da liegt es. Da ist er tatsächlich... Okay, hat nur einen Zwergenklemmer. Gut. Speichern. Und rein da. Save one list. Could not find one item silver error on player save game. Außer, ja, natürlich fortsetzen. Habe ich auch gar nicht. Mann. Naja, egal. Warum? Angriff! Ohne Pfeile brauche ich nicht mehr schleichen. Ohne Schleiche gehe ich in den Angriff über. Und hole mir all eure Seelen. Ich bin der große Seelenfresser. Ich bin der Lumpensammler. So, von mir, wer von euch kennt den Lumpensammler? Der frische Stab. Oh. So, dann gehen wir hier weiter. Hat das geklappt? Da gibt es nicht zu stehen. War ich hier schon mal? Ich war hier tatsächlich schon mal, aber ich glaube noch nicht ganz. Also den Schrein habe ich schon offenbar schon komplett gemacht. Aber den Schrein mache ich noch immer zuletzt. Rolle des Flammenflugs. Schwarzer Tod, Geister Daedra. Habe ich hier echt schon alles... Ich habe hier schon alles gelootet. Ja gut. Da hinten ist doch was versteckt. Rolle Drahti Seelenverfall. Lähmung, Gift, Schadenkonstellation und Willenskraft. Ach nee. Oder? Ach doch. Das wird bestimmt lustig. Okay, das geht nicht mehr. Das Amulett der gewaltigen Liebe. Hält wenigstens auch ein bisschen länger. Habe ich das hier auch genommen? Feuerschild. Stille. Na gut. Ah, da ist die Lampe aus. Boah, der Kerzenständer wiegt 7 Kilo. Den nehmen wir als nächstes. Sieben Kilo weniger, das ist sehr schön. So. Wie gehen wir jetzt weiter? Eigentlich möchte ich jetzt nach Ashonobibi. Und fertig. Ja, und dann halt noch Klauart. Das heißt, wir werden jetzt... Ich glaube, ich gehe übers Wasser einfach da querfeld ein. Nehme ich wieder einen Trank. Was war das? Ach, Wasseratmung. Ich brauche ja... Nein, nicht das festes Wasser. Das brauche ich. Da, hier. 0,7 Kilo weniger. Aber das brauche ich dann nicht mehr unbedingt. So, gehe ich in die richtige? Nein. Ja, das ist die richtige Richtung. Ah,
so ein schöner Spaziergang. Auf zum Wasser. Wenn man so dahin geht, dann merkt man eigentlich erst so richtig, dass da hinten eigentlich nur eine Grafik ist, die gezeichnet wird und dass das nicht echte Wolken sind. Aber es ist trotzdem schön. Irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen beruhigt, weil das so schön aussieht. Na gut, da kommen jetzt irgendwie die Bäume wieder. Das Moor. Ich weiß nicht, da habe ich irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie so ein bisschen düster. Mann, was mache ich denn? So, die Seelen von denen möchte ich nicht haben, oder möchte ich die haben? Wow! Die ganzen schweren Seelensteine haben wir alle voll. Ja, also da können wir locker welche haben. Stumpfwerfer auf 48 Punkte. Sehr schön. Und zwei Seelen gefangen. Das waren vermutlich zwei. Ja, wir haben nur noch einen unbedeutenden Seelenstein. Der ist für dich reserviert da vorne. Na komm. Außer ist voll. Ah, oder gleich zweimal hintereinander. So. Das war's dann. Ja. Unbedeutende Seelen werden also nicht mehr gefangen. So, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal drin war. Bittergrün. Ah ja. Aber da du bist keine unbedeutende Seele. Sprungangriff! Und Doppelschlag! Ich weiß gar nicht, was für eine Art Seele bist du eigentlich? Eisatron, eine große halt, aber die kleine große. So, wo ist hier der Eingang? Das war, da ist der Eingang. Ashunibibi, der Schrein. Wir sehen uns noch um. Das ist der Ork. Mutzgong Groborbok. Es ist schon sehr lange her, dass mein Dunkelelf in solch einem grandiosen Aufzug begegnet ist. Kann ich euch helfen? Das ist angemessen, Winder. Ich bin Mutzgong Groborbok, Krieger. Kartak, der glorreiche Kartak. Sehr berühmt für einen Ork. Der große Held Kartak, der hier eine Schlacht führte, starb an diesem Ort. Sehr berühmt. Ah ja, okay. Interessant. Na gut. Ist hier noch irgendwas? Ein Klammern! Ein Klammern könnte sogar eine gewöhnliche Seele haben. Angriff! Irgendwas bei mir ist negativ. Auf der anderen Seite noch? Was ist jetzt los? Okay. Die Intelligenz. Wieso ist die Intelligenz negativ? Wiederherstellen Intelligenz. Wo ist das? Andersrum. Intelligenz wiederherstellen. Da. Besser. Komm ich da durch? Ja. So. Deine Seele gehört mir.
Ist das nicht der Daikatana? Nein, ein normales Katana. Doch, ein Daikatana. Okay. Mein erster... Ah! Der Rest der Spitze ist wahrscheinlich da in der Grafik verschwunden. Deswegen dachte ich, für ein Daikatana ist es zu kurz. Und deswegen... Ja, tatsächlich, dass der Rest der Klinge ist in der Wand verschwunden. Habe ich mich täuschen lassen. Sowas aber auch. So, da gehen wir dann nachher rüber, nachdem wir die Ruine fertig erkundet haben. Wie viele Eingänge gibt es denn jetzt? Ich habe nur eine gefunden, aber wir haben noch nicht alles durchsucht. Da vorne noch nicht. Waren wir noch nicht überall? Das ist plötzlich jemand anderes, oder? Oder ist das der gleiche? Nein, das ist jemand anderes. Ushuk Gra Olurba. Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden, Fremdländer. Ich bin Ushuk Gra Olurba. Wie kann ich euch helfen? Das ist angemessen, Winder. Sehr schön. Schleichen geht nicht. Akrobatik auch nicht. Aber leichte Rüstung. Auf 49 und auf 50. Ich bin Ushuk Gra Olurba, Agent. Das haben wir auch schon gehört über den. Mervs Uwein ist recht lange Agent für Haus Lalo gewesen. Ihr könnt ihn im Haus des Lalo-Rates in Balmora finden. Wenn ihr etwas über das Gewerbe eines Agenten wissen möchtet, solltet ihr mit ihm reden. Okay. Und da oben ist der andere. Aber jetzt möchte ich da noch rauf. Okay, dann haben wir das alles. Dann jetzt da hinten noch. Da hinten möchte ich mich noch umsehen. Vielleicht gibt es da ja auch noch einen Dedra. Ein Dedra, der getötet werden möchte. Nein. Gibt es nicht. Da komme ich nicht durch. Das ist dann doch zu schmal. Ich dachte, diese Bittergrün. Ich dachte beim ersten Mal schon, dass das ein Gegner wäre. Naja. Aber von innen drin habe ich das jetzt nicht gesehen. Das möchte ich dann doch mal sehen. Ah, okay. Passt. Dann gehen wir jetzt rein in den Schrein. Ach, schon neu, Bibi. Schrein. Und dann erst mal nachsehen, ob wir da nicht schon drin... Nein, wir waren da noch tatsächlich noch nicht drin. Das gefällt mir. Dann erst mal die Ausdauer wieder herstellen, dann speichern und dann geht's weiter. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder überlastet. Ja... Silberpfeile wurden nicht gefunden. Sehr schön. Ach, die Meldung kriegen wir wahrscheinlich jetzt jedes Mal, bis wir wieder Silberpfeile im Inventar haben. Wahrscheinlich ist... Ich weiß nicht, was das für ein Fehler ist. Wahrscheinlich hätten wir noch... haben wir einen Bug, dass wir mehr Pfeile schießen konnten, als wir eigentlich hatten. Ich habe keine Ahnung. Und dass er jetzt immer noch glaubt, wir würden welche tragen. Mhm. Da haben sie sich mit einem Lager sehr bequem gemacht, sehr gemütlich. Oh. Okay. Ja, okay, da geht es nicht weiter. Das ist einfach nur so eine kleine Grube mit Wasser. Und hier ist auch wieder Wasser. Aber sonst nichts. Da ist eine Kiste. Jetzt Luft holen.
Rostiger Dedra-Schlüssel, Sonde des Meisters, Wasser. Nun können wir eigentlich mal trinken. Levitation. Ach nein, das brauchen wir nicht unbedingt. Oh, die nehmen wir mit. Oder ist irgendjemand gesehen? Wir tragen zu viele Gegenstände. Nein! Schade, schade, schade. Da ist der Schrein. Da vorne ist jemand. Greift er uns an? Er greift uns an. Ich werde euch alle töten. Dich auch. Auch wenn ich mich nicht bewegen kann. Ihr habt keine Chance gegen mich. Das Lustige ist ja, es stimmt. Ich bin einfach viel zu stark. Durgash Grosch Rujo. Uralter Dedrischer Schlüssel. Gewöhnliche. Oh, Kriegshammer. Was haben wir hier? Durgash Grosch. Das ist die gleiche. Nein, diese eine Leiche. Oder ist das die Leiche? Ich weiß es gerade gar nicht. Tatsache, es war die Leiche. Rolfisch Gradul. Okay. Das heißt, wir haben jetzt zwei Schlüssel gefunden. Das Grauen auf Burg Syr, das kennen wir schon. Nein, nein, nein. Ja, das nehmen wir mit. Ein Spiel können wir auch. Ja, das nehmen wir auch mit. Nur bitte weg da. Nein, 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 nein. Brauchen wir alles nicht.